Hallo Schönheiten, willkommen zum Follow Me Around Vlog Nummer 8 oder 9. Ich bin heute in Hamburg, ich dachte mir, ich nehme euch mal mit. Und mein erster Weg geht zu Krümelan, weil ich nämlich noch was für ein Shooting mit einer Nahrung brauche. Und ich wollte mich mal ein bisschen beraten lassen, weil mein Testschminken nicht so gut gelaufen ist. Und da gehe ich jetzt mal hin. Und danach müssen wir eindeutig definitiv in den Sale, da nehme ich euch auch mit hin. Das war Krümelan, fabelhaft. Ich liebe das so sehr. Man wird so, so toll beraten in diesem Laden. Hier nimmt sich richtig Zeit. Ich habe ein paar Sachen mitgenommen, die sind jetzt in meiner Tüte. Aber ich verrate euch noch nicht, was es ist, weil ich möchte, dass das nachher eine Überraschung wird. Und jetzt gehe ich, glaube ich, entweder ins Alsterhaus oder schon mal rüber zum Sale. Alster. Und das Alsterhaus, das lassen wir jetzt besser mal. Ich habe nämlich heute definitiv schon genug Make-up gekauft. Ein weiteres meiner Probleme ist, dass ich der absolute Sandalnasser bin. Ich war gerade beim Gehört 17, habe welche anprobiert und entweder sie sind fürchterlich designt oder sie passen nicht oder sie drücken oder sie passen nicht oder sie tun weh oder sie passen nicht. So ist das. Ich war gerade ungefähr eine Stunde im Mango und habe mich dort mit dem Sale beschäftigt. Und lasst euch sagen, jetzt weiß ich wieder, warum ich Klamotten einkaufen absolut nicht leiden kann. Wirklich nicht leiden kann. Genau genommen hasse ich Klamotten einkaufen. Und ich bin jetzt beim Zara. Die wird da jetzt nochmal reinlaufen. Mal sehen, wie das so wird. Ich bin schon wirklich am Frustrations- fast schon Maximum angekommen. Das war erstaunlich erfolgreich. Ich habe sowohl eine Hose als auch ein paar Schuhe gefunden. Beides brauche ich natürlich akut nicht. Es sind keine kurzen Sachen, es ist nichts für ein warmes Wetter. Aber naja, immerhin habe ich was zum Anziehen gefunden. Google Maps hilft mir gerade, das Parkhaus wiederzufinden. Mal sehen, ob es erfolgreich sein wird. Ich glaube, so falsch bin ich nicht. Hallo Hannover, hallo eigene Wohnung, ich bin wieder zu Hause. Ich wollte euch gerne zeigen, was ich jetzt eigentlich tatsächlich im Zara gekauft habe. Und zwar wäre das einmal diese Hose. Das ist eine... Moment. Die hat so ein... Wie nennt man das? Bund? Mit so einem Reißverschluss. Oh mein Gott, jetzt gehen mir die Vokabeln aus. Das ist ja irgendwie ein bisschen peinlich. Okay, und die war reduziert von 40 auf 30 Euro. Sehr, sehr schön. Die sitzt so ein bisschen so schwabbelig. Die ist so, ich würde nicht sagen Cargo-Hosen. Ja, doch, eigentlich schon. Das ist so eine Mischung aus Chino und weiß ich nicht. Sehr differenziert. Und dann habe ich noch, wie gesagt, ein paar Schuhe gekauft, die ich persönlich sehr schön finde, die wahrscheinlich die meisten ganz fürchterlich finden. Und zwar sind das so Leo-Schuhe. Ich liebe ja Leo und ich habe bisher nur einen Leo-Schal. Und die habe ich schon früher mal angestarrt. Die haben nur so einen kurzen Heel, das sind so Kitten-Heel-Schuhe. Die haben früher 60 gekostet, aber das war es mir irgendwie nicht so richtig wert, weil ich auch nicht so genau wusste, ob ich die jetzt wirklich zu so viel kombinieren kann, weil ich einfach noch nie so Leo-Schuhe hatte und ich glaube, dass man damit sehr vorsichtig sein muss. Aber für 30, finde ich, kann man sowas mal machen. Wir müssen jetzt aber wirklich mal dringend was kochen. Ich bin akut sehr, 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 sehr arg am Verhungern. Give me, give me, give me, give me that swing. Give me that swing.